Willkommen zu Hause. Was guckst du denn so? Was redest du denn da? Unser Sonnenstein wird immer was Besonderes sein. Fourchenot darf nicht erfahren, dass seine Kinder heute zu Besuch waren. Habt ihr verstanden? Keine unbedachten Plaudereien, bitte. Und sorgt doch bitte dafür, dass sie ihre kleine Aufmerksamkeit erhalten, ehe mein Gatte zurückkehrt. Wie ihr wünscht. Junger Herr, junge Dame, wenn ihr mir nach oben folgen würdet? Wir sind gleich wieder zurück. Die Kinder haben uns hin und wieder einen Brief geschrieben, um uns mitzuteilen, wie es ihnen auf ihren Reisen so ergangen ist. Wobei ich mir natürlich keine Illusionen mache. Die besonders brisanten Episoden haben sie uns sicherlich vorenthalten. Anfangs habe ich mir schon große Sorgen gemacht. Ich konnte nicht viel tun, außer ab und an dem Bund ein paar Gils übersenden, um für Kost und Logis aufzukommen. Aber offenbar waren meine Sorgen unbegründet. Man merkt aus den Briefen, wie sehr die beiden aufleben und wie begeistert sie sind. Ich habe den Eindruck, dass sie all die Erfahrungen, die sie auf ihren Reisen machen, ehrlich wertschätzen. Die guten wie die schlechten. Besonders dich erwähnen sie immer wieder. Du musst für die beiden sehr wichtig sein. Tatsächlich kann ich mich an keinen einzigen Brief erinnern, in dem dein Name nicht mindestens einmal genannt wurde. Bitte habe auch weiterhin ein wachsames Auge auf meine Kinder, ja? Danke. Also warten wir auf die beiden. Es tut mir leid, dass ich dir keine Tasse Tee anbieten kann. Aber vielleicht kannst du mir ja die Zeit mit ein paar Geschichten von euren gemeinsamen Erlebnissen vertreiben. Da wären wir wieder. Ich hatte mich ja gefragt, welche Überraschung uns oben erwarten würde. Aber Mutter, das? Es steht dir ausgezeichnet. Ich hoffe, es gefällt dir. Und wie? Es ist fantastisch. Aber ich hoffe doch sehr, dass wir nicht schon wieder die exakt gleiche Kleidung tragen müssen, oder? Aber natürlich nicht. Du und Alfino seid doch schließlich schon erwachsen. Wobei ihr als Kinder in der gleichen Tracht unglaublich verzückend aussaht. Aber du hast recht. Inzwischen wäre das wohl zu viel des Guten. Da, sieh selbst. Danke, Mutter. Es passt alles wie angegossen. Schön, dass es dir gefällt, mein Sohn. Zu dem Kostüm gehört übrigens noch etwas. Einen Moment.
Wenn ihr kurz entschuldigen würdet. Oh, das ist doch... Ja, es sind Nuliten, die Arbeitswerkzeuge eines Weisen. Diese gehörten deinem Vater. Als junger Student, bevor er seinen Schreibtisch geheiratet hat, war er oft auf Expedition. Mit den Nuliten hat er so manchen Unhold vertrieben und sich selbst und seine Begleiter geheilt. Es ist ein elegantes Werkzeug, das mehr kann, als nur Feinde auf Distanz zu halten. Gerade jetzt, wo ihr mit eurem Vater auf Kriegsfuß steht, ist das doch ein guter Zeitpunkt, es aus den staubigen Fängen des Dachbodens zu befreien. Dachte ich zumindest. Und dann noch ein letztes Geschenk. Ein Juwel. Typisch Leveilleur, oder nicht? Er ist nicht leicht zu meistern. Aber ich bin mir sicher, dass du inzwischen erfahren genug bist, um sein Wissen im Handumdrehen zu verinnerlichen. Möge euch die darin enthaltene Weisheit Schutz gewähren. Und vielleicht hilft es, den Graben zwischen euch und eurem Vater zu überwinden, damit ihr bald wieder unbekümmert nach Hause zurückkehren könnt. Ja, bestimmt. Gut, dann bleiben mir zum Abschied nur noch ein paar Worte des mütterlichen Rates. Fushino war schon immer sehr ernst und gewissenhaft. Aber er hat sich der Arbeit als Ratsmitglied erst komplett verschrieben, nachdem ihr beide geboren wart. Ich weiß auch nicht, was im Rat der Philosophen vor sich geht, aber ich glaube nicht, dass das Zufall war. Nicht bei eurem Vater. Und noch eine Sache. Glaubt nicht, dass ihr ihn jemals allein mit großen Reden überzeugen könnt. Taten sprechen mehr als 1000 Worte. Handelt erst, bevor ihr mit ihm diskutiert. Dann erübrigen sich so manche Debatten. Ach, Mutter. Danke für alles. Du bist die Beste. Wir sehen uns hoffentlich schon bald wieder. Und bleib gesund. Gute Reise, ihr beiden. Dass ihr mir wohlbehalten zurückkommt.